Ihr seid spitze. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid. Und jeder Einzelne von uns hat eine Aufgabe. Und der gehen wir nach. Ich möchte mit euch kurz über das Bild vom Menschen sprechen. Es gibt das christliche Menschenbild. Es gibt das buddhistische Menschenbild. Es gibt das Menschenbild der Esoterik. Es gibt das Menschenbild der Juden, der Muslime. Und ich behaupte, es gibt das Menschenbild der Frieden, Freiheit und Wahrheit und Demokratiebewegung in Deutschland. Und darüber reden wir jetzt. Sie wollten uns nicht nur versklaven. Also Leute, wer das nicht weiß, bitte lest das nach, Weltwirtschaftsforum, was die mit der Menschheit geplant haben. Das haben wir rauf und runter genudelt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal abhandeln heute. Sie wollten uns versklaven, digitalisieren, jeder sollte eine Nummer kriegen und so weiter. Digitale Identität, das werden wir jetzt alles gar nicht vertiefen. Aber sie wollten außerdem beweisen, dass der Mensch letztlich nur ein Bündel von Emotionen ist und dass man den Menschen über Emotionen steuern kann. So wie das verschiedene Psychologen behauptet haben und das wollten sie nachweisen. Sie wollten über Angst und Panik die Menschheit steuern. Ist das so? Und hier stehen ganz viele Menschen, die der lebende Beweis sind, dass das nicht geklappt hat. Die Angst- und Panikmache war umsonst. Der Sigmund Freud hat ja sehr viel rausgefunden über die menschliche Psyche. Das wissen wir. Und er hat auch viel Richtiges rausgefunden, gar keine Frage. Er hat den Menschen verstanden als Triebwesen. Die Fortpflanzung, die ist bei uns so stark, meint er, und die stimmt alles, aber restlos alles. Der Sexualtrieb, Libido genannt und so weiter. Und was hat er vergessen? Was hat Sigmund Freud vergessen? Frage an euch. Den Geist hat er vergessen. Der Geist, der über das Richtige und das Falsche entscheidet, der das Richtige und Falsche erkennen kann. Das macht uns als Menschen aus. Und ihr seid der Beweis dafür. Ich habe mich manchmal gefragt, und vielleicht hat der eine oder andere von euch sich das auch gefragt, warum ist in letzter Zeit so viel die Rede auf den Demos von Gott, vom Absoluten, von der Schöpfung, von dem Kosmos, vom Universum? Warum wird so oft davon geredet? Ich habe die Antwort. Weil die Menschen erkannt haben, dass es die Lüge gibt. Und wo es die Lüge gibt, da gibt es auch das Gegenteil der Lüge, nämlich, und jetzt kommt das Adjektiv, da gibt es die absolut gültige Wahrheit. Und wie oft haben wir darüber nachgedacht, haben darüber gesagt, ach, es gibt keine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit, der eine die, der andere eine andere. Nein, wenn jemand sagt, es ist die ganze Covid-19-Kiste, eine einzige Panikmache, um die Menschheit zu versklaven, und diesen Virus, den können Sie sich sonst so hinschieben, dann ist das eine absolut gültige Wahrheit. Und wer das uns nichts anderes mehr erzählt, nichts anderes. Und dabei, sozusagen en passant, bei der Gelegenheit, sind gleich andere Sachen erschüttert worden. Wer von euch glaubt noch das Märchen von 9-11? Fragezeichen. Ich sehe keinen einzigen Arm, der hochgeht. Wer von euch glaubt, dass es eine Mondlandung wirklich gegeben hat? Wer von euch glaubt, dass es eine Klimagefährdung durch den Menschen gibt und der Mensch ist der Böse, der das Klima vergiftet und wir alle stehen kurz vor dem Untergang? Wer glaubt so einen Scheiß?
Das ist es. Und wir lassen uns nicht vorschreiben von niemandem auf der ganzen Welt und von den Politmarionetten, von denen wir wissen, wer sie bezahlt, lassen wir es uns erst recht nicht vorschreiben, was wir zu erkennen haben. Wir wissen, es gibt tatsächlich die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit anderes als ein anderes Wort für Gott? Es ist nur ein anderer Aspekt. Ich danke auch, dass ihr an der Stelle Beifall gebt. Stellt euch mal eine Situation vor. Ihr geht im Wald spazieren. Und dann hört ihr im Wald, da ist so ein kleiner See, da hört ihr eine Stimme. Und zwar eine sehr aufgeregte Stimme. Ja, es ist eine Stimme, die schreit sehr laut. Und ihr kriegt raus, das ist die Stimme eines Kindes. Und ihr geht näher und ihr seht, das Kind hat sich im Wasser, irgendwo unter Wasser muss das sein, da hat das Kind sich verfangen. Das Kind droht zu ertrinken. Was macht ihr? Geht ihr weiter und sagt, ich mache mir doch meinen Anzug heute nicht schmutzig? Oder springt ihr rein und holt dieses Kind heraus? Das genau ist ein Beispiel dafür, dass es das Gewissen gibt. Es gibt das Gewissen des Menschen. Und ich behaupte, wir alle haben erlebt, wo das Gewissen des Menschen im Jahr 2022 eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wer von euch weiß, was am Bundestag am 7. April 2022 geschehen ist? Es ist die Zwangsimpfung für die Menschen in Deutschland gescheitert. Und ich behaupte, das war das menschliche Gewissen, was sich auf diese Weise geäußert hat. Wir dürfen nicht vergessen, ihr Lieben, 25% der sogenannten Ampelkoalitionsstimmen haben dagegen gestimmt. Und das bedeutet, viele, viele Menschen, die dieser Ampelkoalition angehören, viele Menschen wussten genau, dass sie am nächsten Tag sich einer hochnotpeinlichen Befragung stellen müssen. Warum hast du so eine scheiß Stimme abgegeben? Und sie haben sie trotzdem abgegeben, weil sie irgendwo gefühlt haben und weil sie letztlich auch unsere Stimme auf der Straße, das hat Dr. Christina Baum heute ausgeführt, weil sie unsere Stimme wahrgenommen haben und sie haben gefühlt, ich muss damit Nein stimmen. Und wir sagen ausdrücklich auch diesen Politikern, obwohl es Politiker sind, obwohl sie vielfach sonst das Geschäft der Ultrareichen, der Oligarchen in dieser Welt erledigen. Wir sagen diesen Politikern für diese Entscheidung an diesem 7. April unseren Dank. Und das bedeutet, wenn wir uns noch mal kurz erinnern an diese Szene am Waldsee, wo das Kind in Todesangst schreit. Wenn es um das Gute geht, ein bisschen Philosophie kann nicht schaden miteinander. Wenn es um das Gute geht, dann ist es nicht so, dass wir das Gute festlegen. Es ist nicht so, dass der Mensch definiert, was das Gute ist, sondern der Mensch, denkt an die Szene im Wald, der Mensch hört auf die Stimme des Guten. Der Mensch hört auf die Stimme des Gewissens. Das heißt, so etwas wie das Gute hat mit Horchen zu tun. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, weil ihr mir ja bisher da auch folgt. Es hat mit Gehorchen zu tun. Und zwar nicht gehorchen irgendwelchen mächtigen Spinnern, die über die ganze Welt eine Diktatur errichten wollen, sondern wenn wir gehorchen, dann gehorchen wir dem, der unser Schöpfer ist, der in einen Plan in jeden von uns hineingelegt hat. Und das feiern wir! Und es gibt tausende Gelegenheiten, wo wir alle die Möglichkeit haben, immer wieder diese Stimme zu hören, des Guten in uns. Und ich behaupte, das gilt für jeden einzelnen Polizisten, der bei uns ist jetzt gerade. Das gilt für jeden Richter. Das gilt für jeden Staatsanwalt. Jeder hat diese Stimme in seinem Innern.
und er weiß, er kann auch auf diese Stimme hören. Er kann vielleicht diese Karriereüberlegungen, diesen Druck, der auf ihn ausgeübt wird, den kann er vielleicht doch zur Seite schieben, wie das in Weimar der Richter Detmar getan hat. Und dafür auch noch einmal ein Dank von uns. Und diese Stimme, die werden diese totalitären Herrscher, die gerne ihre Herrschaft errichten wollten, diese Stimme werden sie niemals zum Schweigen bringen. Und dafür stehen wir auf der Straße. Es gibt so viele Beispiele. Nehmen wir nur die Journalisten. Ab und zu liest man in der Berliner Zeitung jetzt Dinge, die man vor einem halben Jahr noch nicht hätte lesen können. Ab und zu sieht man auf MDR Dinge, Berichte, die man vor einem halben Jahr noch nicht hätte sehen können. Ab und zu, das war das Beispiel der Bild-Zeitung, gab es in der Bild-Zeitung sehr, sehr bemerkenswerte, unabhängige Berichte, die dem Mainstream, dieser Mainstream-Glocke widersprochen haben. Wir wissen, was dann passiert ist. Auch an Sie einen Dank, Herr Reichelt. Grandios, Ihr Zeugnis. Und so gibt es tausende Gelegenheiten. Ich möchte eine einzige noch hervorheben. Da geht eine alte Frau über die Straße mit Rollator. Es ist ein heißer Tag, die Sonne brennt herunter. Sie geht mit ihrer Maske. Und eine andere Frau sieht das. Und sie geht zu der alten Frau hin und sagt, nehmen Sie doch die Maske runter, da bekommen Sie mehr Luft. Und die alte Frau auf diese Aufforderung hin nimmt die Maske herunter. Das ist die menschliche Barmherzigkeit. Und das kennzeichnet uns Menschen, das Mitgefühl für die anderen. Und das werden Sie nicht zum Schweigen bringen. Und noch ein letztes Beispiel, wo die Dinge umgesetzt werden können. Ich behaupte, es gibt eine Achillesferse. Eine Achillesferse dieses totalitären Systems. Und das sind die Bürgermeister. Habt ihr gesehen, dass Bürgermeister schon auf die Straße gehen jetzt? Mit uns? Und genau das passiert jetzt. Und wir alle haben die Möglichkeit, auf unsere Bürgermeister zuzugehen. Und zu sagen, Mensch, meinst du, wir sollten mal reden? Es geht um das und das Thema. Und die Unternehmen hier in unserem Ort, in unserer Region, dass die weiterleben können. Lassen wir miteinander Lösungen finden. Ich behaupte, es wird jetzt immer mehr Bürgermeister geben, die genau an der Stelle offen sind für ein Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Phase. Kommen wir auf die Zielgerade. Das Leben ist voller Chancen. Sinn zu erkennen und Sinn zu verwirklichen. Jeden Tag, für jeden von uns. Und das ist ein Wort von Viktor Frankl. Wer Viktor Frankl nicht kennt, bitte schaut ihn nach im Internet. Es ist ein ganz großer Mann gewesen. Er war Jude. Hat zur falschen Zeit gelebt, wenn man es so buschikos ausdrücken will. Denn er war schon Wissenschaftler und dann fand er sich in jenen schrecklichen 12 Jahren im Konzentrationslager wieder, nicht nur in einem, er ist durch verschiedene Konzentrationslager gegangen, war sogar in Auschwitz und hat Auschwitz überlebt, Viktor Frankl. Und der hat uns gesagt, dass der Mensch in der Lage ist, Sinn zu erkennen und Sinn zu verwirklichen, jeden Tag. Das ist seine königliche Aufgabe und das kennzeichnet uns. Danke, Viktor Frankl. Und deshalb meine Frage an jeden von euch, an jeden von uns. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Mit deinen geistigen Kräften, mit deinem Mut, mit deiner Zuversicht und mit deiner Kraft. Ihr alle seid spitze! Danke! Lasst mich noch ganz kurz Unternehmer und auch wohlhabende Menschen ansprechen. Ich weiß, es gibt unter euch sehr viele, auch die, die ihr jetzt zuschaut, ihr hier seid, es gibt unter euch sehr viele, die dann eben sagen, nein, ans Mikrofon gehen, das ist nicht mein Ding. Aber ich will was tun. Ihr habt die Möglichkeit, was zu tun. Ihr könnt auf uns zugehen. Ihr könnt auf diese Weise diesen wichtigen Schritt der Menschheit jetzt unterstützen.
Macht das, was in euren Kräften steht, und ihr werdet dafür euren Lohn empfangen. Und jetzt frage ich euch alle, wer von euch ist dankbar, in dieser so kritischen Zeit für die Menschheit zu leben? Und das genau ist es, was wir miteinander, was uns stark macht, dass wir wissen, es kommt auf jeden von uns an. Und da wollen wir die letzten 2 Minuten, die wir noch haben, die wollen wir miteinander in einen Klatschrhythmus uns bringen. Ich darf den Klatschrhythmus vorgeben. Wenn es noch Trommeln gibt, sehr gerne unterstützen. Unterstützen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Wir werden es schaffen. Danke. Dr. Daniel Erhans. Ein Applaus. Und nachdem wir jetzt schon musikalisch ein kleines bisschen eingestimmt worden sind, ja, haben wir...